tut er auch, ne? Hm? Laufen tut er auch. Ja. Warte. Zack. Supercharger Hirschberg. 3, 2, 1, rein. Läuft. Hallo Jonas, ich bin der Bruder. Na? Guck mal, der Raphael, Alter, cool, ey. Richtig cool. Der hat auf euch gewartet, oder was? Ja. Ah, okay, stimmt, ey. Ja, ja. Der zieht die Drohne eiskalt im Regen her. Ja, ja, die stand vorher schon im Regen. Ich hab mir gedacht, was ist mit dem los, ey. Ja. Da ist er, guck ihn dir mal an hier. Raphael, grüß dich, mein Lieber. Schön, dich kennenzulernen. Das ist der Roberto. Hallo. Jonathan, mein Bruder. Roberto. Hallo. Roberto. Inka. Hallo. Das ist der Pasi, Pascal. Ja, läuft, Mann. So wie wir es im Moment fahren, werden wir wahrscheinlich unter 8 Stunden kommen. Wow. Ja, also wie viel seid ihr jetzt vor denen? Ich bin nicht dabei, ich bin nur zu den. Also im Moment, ich weiß noch nicht genau, wie viel wir vor denen sind. Die haben so eine, die haben zu mir gesagt, die sind, David! Guten Morgen! Ja, also, wir sind guten aus Morgen, David. Hey, David. Wir sind aus Norwegen raus mit 2 Stunden 54, aber Norwegen war Katastrophe. Also Wetter und alles schlecht. Wir haben teilweise Lecks gefahren von mit 160, 162 Wattstunden. Jetzt fahren wir im Moment so zwischen 125 und 140 Wattstunden. 125? Ja, ja. Wow. Ja, ja. Also ich muss den gerade holen. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Ich hab's gekauft. Ich hab das, was wir immer gegessen haben, das afrikanische rote Zeug. Okay, immer mit Reis. Immer mit Reis. Ich hab auch noch Essen von euch von Ende dabei. Ganze Koffer haben. Ja, geil, Leute, das ist die größte. Perfekt, danke. Ich hab euch noch vegane Bio-Limo mitgebracht. Das war was anderes. Super! Zu? Ja, jetzt. Und Proteinriegel habe ich auch noch gebracht. Hab ich gedacht, das können wir gebrauchen. Ohne Ei. Oh, wir haben nur noch 112. Das ist ja ekelhaft. Warum? Weil er. Hey! Nur noch 112 Kilowatt. Das ist ekelhaft. Ja. Langsam. Das ist immer noch, weit. Also der Average von denen lag bei 100 Kilowatt. Wir laden so im Moment im Schnitt mit 100. Ist das dran, dass er da steht? Nee. Er hat einen anderen. Der ist 1B, der ist 2B. Gut. Ich hab schon gedacht, wieso habt ihr eure Frauen nicht in Holland bei der Lea hier? Da Samuel, die Mira zu dir gefahren. Und die haben wir beide. Ist nicht gut, Robert. Obwohl ich dachte, er hat 116 angefangen, jetzt ist er bei 112. Kommt ihr nochmal hoch? Sorry, mal. Naja, die ist jetzt bei einer Freundin. Ah, okay. Ja. Die Lehrer, die ist
5 into the charge, 112 kilowatts. Ja, der ist langsam. 112, also wir laden im Moment so und schieben damit zwischen 114, 117, 119 hat man wieder ein. Der ist nicht so. Ja, das ist so der schneller. Ja, ja. Wollt ihr das Footage direkt haben? Ja, super, der Top. Dann könnt ihr es direkt hochladen. Ja. Lager Nacht, aber glücklicherweise haben wir hier Leuchten. Ich denke, es wird nicht geklappt, oder? Und der Kopf, der macht das mit. Das muss er einfach. Also, das ist Technik. Ich bin der Hörer in der Evolution. Hey, Joni. Habe ich noch gar nicht erzählt, in Norwegen. Zweiter Flug, ich habe die Phantom 4 Pro Plus mir geholt. Zweiter Flug, GPS-Interferenz, bin abgegangen wie die Rakete. Über die ich hab versucht zu retten, da habe ich so, so in die Nähe in so einem Grasfeld, aus dem Fjord wieder raus, zuerst in so einem Grasfeld. Ja, über so eine Elektrizitätskabel so drüber, zack, und ins Gras, ins hohe Gras. Super smooth, landet alles, sauber gemacht, hingestellt. In der Standardseite einwandfrei. Aber einmal oben GPS-Interferenz, das bin ich abgerannt wie müde. Nicht mehr normal. Also. So Sonnensturmaktivität, da gibt es mal der GPS-Punkt halt ein paar Meter. Dann wird das schon. Ja, abhauen können die auch. Die Technik. Das wird schon besser, oder? Ja, auf jeden. 112 Felder, aber sauber. Ja. Ich habe Regen angepackt. Ja, seit Norwegen. Ja, aber hier hat es auch Freitag, Samstag, Sonntag durch geregnet. Aber ja. Shit. Ich musste deine Tonne wieder in die Richtung ausstellen. Im Moment sind wir auf Kurs von 8:32 Uhr. Aber müssen wir mal schauen jetzt, wie es weitergeht. Wir haben noch mehr Potenzial. Es kommt halt immer darauf an. Regen zieht uns extrem. Nochmal zwischen 5-7% von der Effizienz. Ja, wenn man dann. Wir haben halt hier, wir fahren 4,0 rundum. Also das ist der beste Reifen übrigens von den Jungs von Tire Inc. Das finde ich so geil. Haben uns einen World Record Schlappen gemacht. Cool, hä? Wir sind erst Dienstagnacht um 2 Uhr sind die fertig geworden. Der sind alles Prototypen, Handarbeiten noch, ne? Und der hat uns halt, wollte uns eigentlich diese Reifen hier komplett rundum machen. Aber das ist der einzige, der richtig was geworden ist. Die anderen sind alle schlechter.
Aber hier, das ist halt unser Paradestückchen hier. Aber das sieht super aus auf den 19ern. Das sieht aus wie 21er. Top. Jetzt sind wir wieder auf 114 hoch, Roberto. Top. Ja, aber das nächste Leck nach Aachen sind. Das nächste Leck nach Aachen. Aachen ist ein Stück. 100, ja, es sind 131 Kilometer. Das schaffen wir. Wir haben sie theoretisch schon drin. Wir können eigentlich abstecken. Lass doch, jetzt haben wir 114, lass doch laufen. Ne, wir haben 112 nur noch. 113. Ja, weil ich will halt gucken, dass der, ich meine 10 Minuten jetzt, ich verliere nochmal durchs Booten 35 Sekunden, der Supercharger auf Performance-Fokus. Und jetzt hat man das, dass der 114 hat. Und ich will halt unbedingt gucken, dass ich über 110 gleich, das hat immer so einen Verlust, über 5% ungefähr, auf die 2 von 8 bis 10 Minuten, dass du halt definitiv so 607 Kilowatt im Schnitt laden kannst. Weil die anderen Dinge sind 100 im Schnitt drauf. Weil die haben wahrscheinlich die Flugzeit mit reingenommen oder so. Aber also ich muss mal ehrlich sagen, ne, das ist noch lange nicht getroffen. Ich kann jetzt nur noch viel mehr stecken. Also ich denke, dass sogar theoretisch, wenn du alles ausschöpfst, in der Abschluss wird. Jetzt schon. Aber. Schreibt ihr den Reifen drauf? Nächstes Jahr dann. Ja, wollte ich ja gerade sagen. Ja, nächstes Jahr. Alles raus hier. Alles raus. Ja, aber wir haben schon, wir haben übrigens schon, wie heißt der dritte Kunde? Der Martin, der Wilberg und der dritte da, der andere. Ja, genau. Der hat uns heute, David, wo ist der David? Der hat uns angeschrieben heute und meinte so, ja, was ist das denn der? Also auf Instagram, ja, von wegen hier, ob wir hier Hypermeile hinter dem LKW machen würden oder so. Das hat ja mit der Realität nichts mehr zu tun und so weiter. Und dann, ja, genau. Ich habe mir mal zurückgeschrieben, mein Freund, pass auf, ich weiß nicht, nach dem Motto, der David hat einen ziemlich coolen Text gemacht, wo man geschrieben hat, pass auf, der Weltrekord geht um Efficiency, sondern im Endeffekt, der kann mit wenig am wenigsten Ladezeit fahren und wie du das fährst. Das sind halt die 100 Minuten, merken wir schon, dass wir so ziemlich hart einsacken werden. Das Ärgerliche, die haben jetzt gerade 2 Wochen den Weltrekord und verlieren jetzt schon wieder. Ja. Das ist halt der Aufwand, den wir hatten. Besser als nichts, ne? Komm auf. Warte, Robert, du hast das. Jetzt hat 114 wieder. Er zieht gerade wieder. Ja, weil die haben ja auch bei Facebook geschrieben, verkaufen jetzt den haben wir unwrapped, verkaufen die 100 DS wieder bei Tesla. Also, a car with a big history. Und da wollten wir schon antworten, sagen so, ja, but a short one. Aber, ja, mal schauen. Ja, der Martin ist ja ganz fair und nett, und ich bin ja Samuel, viel Erfolg und so und alles. Aber Wilberg hat als erstes umgemotert und heute der andere über Instagram. Wilberg ist ein Allerfall, der hat 4 Teams über das Weg gehauen und war echt. Du kannst auch keinen mehr fahren dieses Jahr, weil Nordkap oben geht jetzt schon wieder Feierabend. Eigentlich gut sein. Ey, der Dame, der hat fast zusammengeht, wir fahren um die Ecke und steht so ähnlich mitten auf der Straße. Und der Dame so, geht runter, das ist ja groß. Ich weiß, kennen Sie von Kanada. Ich hab Kugel, ich bin hier an die Galoppier, der wieder gekocht. Ich bin nicht klar, wo es muss aber einen in der Brunft angucken. Doch, der wackelt immer so rechts hin und her. Und jetzt was? Und dann so, nö. Guck mal, die Holle da. Selbst mit der Nacht bei Regen mit Schlappen. Echt, das ist krass, dass ihr so kurz in meinem Laden. Ja, wir haben teilweise Lecks, wo man nur, also unter 10 Minuten, versuchen wir mal, selten, aber 9 Minuten. Ja, ich hab mir die Videos angeguckt, fertig. 10 Minuten. Aber wieder 114 hoch. 114 ist okay. Das ist echt der Wagen, ne? Hey. 114 kriege ich die ersten 10 Kilometer und dann geht er runter. Der kriegt also wir hatten oben in Norwegen 119. Ja. Also durch die bei der Ladeleistung haben wir noch 60 Kilowatt vielleicht. 50%. Ja, die gehen jetzt, was wir gemerkt haben, so bis 56%. Wir hatten einen, der hat sogar bis 58% mit 118 kW durchgeboxt. Da haben wir dann auch dran gelassen. Weil ich sage halt,
ich muss zwar nicht über 50 gehen, aber wenn der Supercharger das durchhält, dann warum soll ich abziehen? Das ist doch Blödsinn. Deswegen jetzt auch, wir gucken jetzt, wann er jetzt unter 113, 112 fällt und dann ziehen wir runter. Aber bis dahin lassen wir ihn laufen. Vor allem, so wie wir gerade fahren, so wie wir gerade fahren, werden wir wahrscheinlich gerade mal, bis wir dann den Akku bei 64% haben, werden wir wahrscheinlich gerade mal Viertelstunde, 20 Minuten laden müssen. Ich kalkuliere im Moment noch mit 40 Minuten. Also wenn wir das auch noch runterziehen, dann... Nur noch 114. Ich mal schon, was Tesla dazu sagt, mit die Reifen bringen ja so wieder zurück. Mal gucken, was sie sagen. Die haben gesagt, am Anfang haben sie gesagt, wir könnten eventuell die Beklebung drauf lassen, weil das ja das Weltrekordauto ist. Ja. Und dann haben sie schon gesagt, ja, Beklebung vielleicht doch nicht und so weiter. Aber hey, mal gucken, die sind echt. Das ist so eine gute Werbung, wenn das Ding in Frankfurt steht. Würde auch sagen. Absolut, ich würde auch sagen. Immer noch 114, aber wie ein Stein, bewegt sich nichts. 30 Kilowattstunden fast schon reingeflossen. Je länger wir warten, desto weniger Regen, aber gleich. Also strategisch ist es auch besser hier zu stehen, weil der Regen ist gleich weg. Ja. Je länger hier steht, desto besser. 112. Der wird gleich. Vielleicht ist nur ein Band. 4, 3, 2, 1, go. Geht drauf, 17:09:37. Supercharger, hier Sperr, when I'm done.